So, also weiter geht's mit Teil 2. Wir sind ja schon so weit gekommen, dass wir die Löcher in unser Stoffstück gemacht haben. Und jetzt geht's darum, jetzt wollen wir die Oberseite vom Druckknopf reinmachen und die Unterseite vom Druckknopf. Wieder unser super tolles Werkzeug. Da gibt es so ein kleines weißes Plättchen. Das steckt man mal hier rein. Das ist so ein Schutz oder darauf wird dann gehämmert. Und auf der anderen Seite gibt es diesen kleinen Einsatz, den kann man eigentlich gar nicht falsch reinstecken. Muss fest drinstecken, dann habt ihr es richtig gemacht. Also geht gar nicht, das falsch zu machen. Dann habe ich mir jetzt mal ein kleines Küchenbrettchen hergeholt, weil mein schöner Holztisch, habe ich gemerkt, der könnte leicht Schaden nehmen. Ich bin wahrscheinlich zu grob beim Hämmern. So, dann brauchen wir jetzt natürlich die Teile für den oberen Teil. Das ist einmal offensichtlich hier dieses Silberknöpfchen. Das lege ich hier mal in diese vorgeformte Mulde rein. Und dann schaue ich nochmal nach. Das ist hier super toll nochmal dargestellt, dass man auch ja nichts falsch machen kann. Dann brauche ich ja dieses Teil mit den Buchstaben drauf. Was auch immer die bedeuten, ist ja auch egal. So, jetzt nochmal kurze Konzentration. Das würde dann quasi so drauf gehören. Ja, dann muss ich das hier einlegen. Ja, ich sehe gerade, das ist eigentlich auch ganz leicht. Dann stecke jetzt hier mein Stoffstückchen über dieses kleine Röhrchen. Drücke jetzt alles zusammen. So, und jetzt müsste ich eigentlich laut Anleitung nur noch draufhauen und es müsste passen. Achtung! So, die Spannung steigt. Jawohl, schaut gut aus. Schaut super aus. Also, der ist richtig gut drinnen. Passt. Toll, dann würde ich sagen, geht es gleich weiter mit dem Unterteil. Unterteil steht hier. Also da brauchen wir jetzt dann dieses kleine Teil und dazu noch diesen Ring. Jawohl, okay. Also diese größere Scheibe lege ich einfach wieder in diese kleine Mulde ein. Da gehört dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, hoffe ich jetzt mal, wieder das Loch durch. Und jetzt geht es darum, dieses Teil hier richtig drauf zu machen. Am Schluss, ich schaue es nochmal auf dem Bild an, das ist echt super. So, jawohl. Dann wieder alles zugedrückt, draufgehämmert. Jawohl, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob alles gut gelaufen ist. Jetzt probiere ich mal den Druckknopf aus. Ja, super, super, super. Ihr habt es gehört, hat zusammengeklickt und klickt wieder auf. Perfekt. Also, ihr seht, es ist gar nicht so schwer. Selbst wenn man jetzt kein Profi ist, so wie ich, ist es eigentlich total einfach. Ruckzuck ist der Druckknopf drin. Und jetzt geht's an die Tasche.